Wie Wolf von Hamlets Tod, des werten Bruders, noch das Gedächtnis frisch, das unserem Herzen Trauer gezieht und dem ganzen Reich in eine Stirn des Grames sich zu falten, doch hat Verstand, Natur so weit bekämpft, dass wir mit weisem Kummer sein gedenken. So rasch in ein blutschänderisches Bett zu stürzen. Ich will heute Nacht wachen. Vielleicht geht's wiederum. Meines Vaters Geist in Waffen. Es ist nicht gut. Diese Regeln prägt in dein Gedächtnis. Gib den Gedanken, die du hegst, nicht Zunge. Dein Ohr sei jedem, wenigen deine Stimme. Nimm Rat von allen, aber spare dein Urteil. Hier meinem Segen. Hast du je deinen Vater lieb gehabt? Räch seinen verdammten, unnatürlichen Mord! Die Zeit ist aus den Fugen. Schmach und Gram, dass ich zur Welt sie einzurichten kam. Fass ich mich kurz. Euer Sohn ist toll. Toll nenn ich's, denn worin besteht die Tollheit, als dass man gar nichts anderes ist als toll? Doch, das mag sein. Mehr Inhalt, weniger Kunst. Auch er. Ich brauche nicht die minste Kunst. Toll ist er, dass es wahr. Wahr ist es schade und schade, dass es wahr ist. Ihr wisst, er wandert manchmal bis 4 Stunden in diesem Vorraum. Verborgen hinterm Teppich beobachten den Treff. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch. Wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten. In Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig im Handeln, wie ähnlich einem Engel. Für Tragödie, Komödie, Historiker, Pastorale, Pastoralkomödie, Historiko-Pastorale, Tragiko-Historiko-Komiko-Pastorale, für Einheit des Wortes oder nicht beschränktes Gedicht. Ach, wollt ihr für die Bewirtung der Schauspieler sorgen? Oh, ich bitte euch, lasst sie gut behandeln, denn sie sind der Spiegel und die abgekürzte Chronik des Zeitalters. Wir haben Hamlet heimlich herbestellt, damit er hier dir wie durch Zufall begegnen mag. Dein Vater und ich selbst, berufene Späher, wir wollen uns so postieren, dass sehend ungesehen wir die Begegnung klar bewerten können. Nun, ob's Liebesheimsuchung ist oder nicht, womit er sich so quält. Ophelia, geht hier umher, lest hier im Buch, damit der Anschein frommen Treibens dein Alleinsein übertüncht. Seht ihr da nichts? Gar nichts. Mein Vater, so leibhaftig wie im Leben. Seht doch dahin! Dies ist nur eures
deines Hirnes ausgeburt. Nein, Mutter. Mein Puls hält wieder eure Maßvollzeit und schlägt gesunden Takt. Es ist nicht Wahnsinn. Kommt, mein Prinz, kommt! So gut.